Hi, ich bin der Stefan, ich bin Studienbotschafter für Technomathematik an der FHBS und mich haben einige Fragen von euch erreicht, die ich jetzt gerne beantworten möchte. Technomathematik ist die Verbindung aus Mathematik, Technik und Informatik. Es ist grundlegend, also erstmal ein Mathematikstudium mit den ganzen Fächern, die man von einem Mathematikstudiengang auch erwarten würde, wie zum Beispiel Analysis oder lineare Algebra. Auf der anderen Seite behandelt man auch noch Technikfächer, wie zum Beispiel Elektrotechnik und Maschinenbau oder auch Physik, sowie Informatikfächer, wie zum Beispiel die Grundlagen der Programmierung, Datenbanken oder objektorientierte Programmierung. Nein, definitiv nicht. Man sollte einfach ein gewisses Interesse an Mathematik und Technik mitbringen und etwas Durchhaltevermögen, weil es am Anfang sicherlich hart wird. Aber wenn man sich da etwas reinhängt, dann ist es auf jeden Fall kein Ding der Unmöglichkeit. Grundsätzlich behandelt werden C, Python, MATLAB und SQL. Und je nachdem, wie man sich dann spezialisiert, kommt man gegebenenfalls noch mit anderen Sprachen in Berührung. Ich selbst habe eine Studienarbeit mit Julia geschrieben. Ein Bekannter von mir hat in seiner Bachelorarbeit mit C++ und Fortran gearbeitet. Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester, wobei 3 Semester das Grundstudium bilden und ein Semester als Praxissemester vorgesehen ist. Ich selbst hatte im ersten Semester 21 Stunden pro Woche. Dazu kommen noch eventuelle Zeiten zwischen den Vorlesungen, die man in der FH verbringt, sowie die Zeiten für Nachbereitung und Übungsaufgaben. Diese variieren natürlich ganz individuell, allerdings sollte man dafür schon nochmal ca. 10 Stunden ansetzen. Im ersten Semester hat man pro Woche 2 Arbeitsblätter zu bearbeiten, eins in linearer Algebra und eins in Analysis. Wie lange man dann tatsächlich braucht, um die zu bearbeiten, hängt natürlich stark von den individuellen Stärken und dem aktuellen Themengebiet ab. Es kann allerdings schon mal vorkommen, dass man so 6 bis 7 Stunden an so einem Arbeitsblatt sitzt. Es gibt kaum ein Gebiet, in dem die Mathematik keine Anwendung findet. Dementsprechend breit gefächert ist auch das spätere Berufsbild des Technomathematikers. So kann man zum Beispiel als Simulationsingenieur in der Statistik, in der Logistik oder als Softwareentwickler arbeiten. Auf der Webseite der FHWS zum Studiengang Technomathematik findet ihr einige Beispiele relativ detailliert aufgeführt.